Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Castle. Viele haben gestern den Stream gesehen, das bedeutet, ihr wisst, dass wir momentan schon an dem Bau der Burg sind. Ich werde aber heute noch nicht den Timelapse davon zeigen, das wird in der morgigen Folge groß und breit gesehen und erklärt. Vorab, liebe Menschen, heute um 14 Uhr startet Catrian 7. Catrian 7 sind ein paar andere YouTuber auch mit eingeladen, ein paar mehr Menschis sind mit dabei dadurch. Und wir starten zusammen im Stream heute um 14 Uhr, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Also entweder einfach auf hier auf diesem YouTube-Kanal oder unten in der Videobeschreibung Twitch folgen. So, das bedeutet, da haben wir schon mal die tägliche Werbung, die wir für unser Social-Media-Kram wie Twitter und so weiter machen, abgedeckt. Und wir gehen heute an was anderes über. Ich war gerade Pokémon fangen. Ich spiele aktiv Pokémon Go und muss sagen, ich bin relativ unzufrieden mit der Tatsache, dass ich hier währenddessen 2 Stunden AFK auf dem Server stand und ich nicht ein wenig was an Loot gekriegt habe in dieser Zeit. Ich bin deswegen äußerst enttäuscht und muss eingestehen, diese Mobfalle ist höchstwahrscheinlich nicht mehr nutzbar. Sie ist Level 19 hier und oben ist jetzt die Frage, wie weit müssen wir nach oben? Von der obersten Stelle an, vom Wasserspiegel her, 19, ein Despawn kann auch schon auf Höhe 50 ungefähr passieren, dementsprechend 19, 59, oh, das könnte super knapp sein, ja, also die Mobs fallen runter und despawnen, weil sie aus unserer Range rauskommen, die fallen außerhalb unserer Range, die wir abdecken. Das ist natürlich äußerst schade. Das bedeutet, meine Monsterfalle, wie sie gerade ist, würde gar nicht funktionieren, selbst wenn wir das Castle öfter bedienen würden. Ich habe hier schon Terraform, wie gesagt, das seht ihr alles in einem Team-Elapse, die nächste Zeit irgendwann. Das bedeutet, wir müssen heute mal ein bisschen pimpen, pimp mal Mob-Farm. Und das werden wir ganz einfach machen. Wir werden heute Magma-Blöcke suchen im End, beziehungsweise im Nether. Und vielleicht haben wir auch noch ein bisschen was davon da, denn Early hatte die mal eine Zeit lang gesucht, gefunden, getan, getutetun. Wir werden dann eine neue Plattform bauen, eine andere Plattform bauen, ein anderes Item-Delivery-System und werden schauen, dass wir die Mobfalle dementsprechend anpassen, dass sie am Ende des Tages gut funktioniert. Was wir dafür brauchen, sind einmal Rails. 4 Booster-Rails sollten uns reichen, 17 Rails an und für sich sollten uns auch reichen. Dann brauchen wir Magma-Blöcke, davon haben wir mehr als 2 Stacks, 2 Stacks sollten uns reichen. Und ich brauche einen Bucket, beziehungsweise 2 Buckets, voll mit Wasser. So, dann können wir den Dirt, Cobblestone und so weiter weglegen. Wir gehen komplett auf Andesite, einfach weil wir das in Überfluss haben. Und wir dann wissen, es ist die Monsterfalle, wenn wir irgendwann mal rumbuddeln müssen. So, jetzt haben wir noch 2 Slots frei. Das sind die, die wir brauchen für unser Wassereimerchen. Flocke hat im Stream auch einiges gemacht. Flocke bringt doch ab heute wieder Folgen. Die ist nämlich zurück aus dem Urlaub. Hallo, WB Flocke. Ja, nice. So, und wir düsen mal ganz, ganz schnell rüber zu der Mobfalle. Und verleuen uns da. Oh Gott, da kommt ein Turm, Alter. Aber Katze, ey, don't drink and play Pokémon Go. What the fuck is going on with you? Das kannst du nicht einfach machen. Für die Leute, die fragen, ja, ich habe Pokémon Go und ich nehme da auch Freunde an. Ihr könnt unten mein Code, ich packe den unten rein. Wenn ich es vergessen habe, dann, ich weiß nicht, dann ist irgendjemand schuld. Early ist schuld dann, dass ich das vergessen habe. Dann hättet Early dafür. Hm, ja, ist mir egal. Hauptsache Katze überlebt das. Hauptsache Katze kann hier dran sitzen und fein Pokémon spielen. Ja, natürlich wieder mit voller Aufmerksamkeit für euch. Sorry, Leute. Manchmal gehört dieser kleine Spaß für mich ein bisschen dazu, währenddessen ein bisschen was zu daddeln, währenddessen noch ein bisschen was zu tun. Ihr habt nicht meine volle Aufmerksamkeit im Moment gehabt, aber jetzt habt ihr sie wieder. So, die Mobfalle oben funktioniert ja wie folgt. Wir haben oben ein Mob-Delivery-System mit Wasser, das wir dann theoretisch nutzen, um hier runter gedroppt Monster zu kriegen. Wenn wir das Ganze hier jetzt nach oben bauen, müssten wir eigentlich oben eine kleinere Kammer machen, die nicht out of spawn range ist, in denen wir das Ganze machen können, die ganzen Sachen da einsetzen können sozusagen. Wir haben auch hier die Hopper, deswegen habe ich keine geholt. Die sollten auch locker reichen, hier diese 24 Hopper, 25 sind es insgesamt, dass wir alles abgedeckt bekommen. Sollte also kein Problem sein. So, wir machen hier unten dann theoretisch einfach nur einen kleinen Aufgang für oben. Das müssen wir mit Andesite abdecken. Das müssen wir gucken. Wie machen wir das denn am blödesten? Also wir können das alles schon so hochstecken. Bedeutet, wir machen jetzt mal ganz kurz das Loch nach oben und ja Leute, ganz ehrlich, das spulen wir jetzt ganz mal kurz mal aus First Person vor und mal gucken, ob ich jetzt schlecht wird.
Okay, jetzt haben wir den lustigen Teil fertig. So, das war jetzt ganz kurz vorgespult. Ich glaube, das war vielleicht eine Sekunde bei euch. Ich habe das oder zwei, drei, vier Sekunden habe ich das kurz hochgespült. So, dann müssen wir gerade mal gucken. Und zwar, wenn wir das jetzt hier so machen würden. I like it. Das bedeutet das hier. Bedeutet, wenn wir das hier im Vierer machen würden. Oder so, im Dreier. Wir könnten es theoretisch schon so im Dreier machen. 1, 2, 3. So, wenn wir das Ganze jetzt hier mit einer... Wir müssen hier ganz kurz auch noch weitermachen. Einfach damit wir das Ganze als Ebene mal kurz rausnehmen. Dann seht ihr jetzt auch gleich ein bisschen mehr, weil ich dann eine Fackel platzieren kann. So, genau. Folgendes. Wir haben momentan übrigens keine Sache, um die hier zu powern. Das ist super dämlich. Egal. Wenn wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 Hopper hinsetzen. Und zwar mit einem, der hier nach unten zeigt. Eigentlich müsste der hier nach unten zeigen. Wo ist hier die Mitte? Hier ist die Mitte. Bedeutet, der hier müsste nach unten zeigen. Wie machen wir das denn am blödesten? Ich glaube, mit einer Hopperleiter. Also so ist ein Binder. So, dann ist hier die Strecke drauf. Die soll hier bitte in dem Karree fahren. Das hier ist nicht Sinn der Sache, dass ihr euch so komisch verbindet. So und so. So, genau. Und jetzt müssen wir hier theoretisch das ganze Ding wieder nach rechts kriegen. Wir machen das hier weg und machen so. Nein, das fährt jetzt hier immer nur im Kreis. Katze, zu blöd, das richtig zu machen anscheinend. So, hier sind unsere Rails. Da ist noch eine drin. Sogar zwei. Dann, ja, machen wir es vielleicht doch einfach so. Wir haben ja hier theoretisch dann eine Grauzone, eine kleine. Das sollte also passen. Hier machen wir einen weg. Und hier machen wir einen weg. Dann setzen wir hier nämlich unsere Powered Rails hin. Die müssen ja nicht überall sein. Wie powern wir diese Rails mit Redstone-Fackeln an der Seite? Okay, bedeutet, da kommt jetzt die gesamte Zeit über ein Minecart hin und her. Dürfte dann die Sachen auf diesen Steinen eigentlich einsammeln, wenn sie einen tiefer sind. Bedeutet, das ist schon mal gut. Bedeutet, wir können, wenn wir das hier aktiviert haben, hier nochmal zumachen. So, auf der Ebene zumachen. Und das Ganze auf der Ebene hier versuchen zu benutzen. Gut, das bedeutet, wir müssen jetzt noch irgendwie weiter runterkommen. Würde theoretisch sogar besser gehen, wenn wir nicht so machen, sondern so, oder? Moment. Gerade mal gucken. Zack. Ja, wenn wir das nur so in dem Dreier-Array machen, dann müssen wir auch nur hier oben die drei Dinger machen. Cool. Bedeutet, hier machen wir die Booster-Rail hin. Hier machen wir eine Rail und hier machen wir eine Rail. Und dann müssen wir lediglich den Block hier boosten lassen. Der würde aber dann den hier mit aktivieren, oder? Ist also schlecht, wenn er den da mit aktiviert. Das bedeutet, wir müssen die ganze Reihe hier nochmal eins nach unten versetzen. Das ist dann am Ende eins mehr, aber das ist okay. Ich denke gerade laut. Ich habe das Problem, das ist jetzt gerade wieder freie Schnauze. Es ist wieder nichts vorgebaut. Das ist immer interessant. Ich habe wieder das genau gleiche Problem wie zuvor auch. Dass dieser Teil hier am Ende des Tages nicht richtig gepowert ist. Oder durch die Powerung eben dann am Ende des Tages nichts mehr ergibt. Ausgibt. So. So also. Dann flupp, flupp. Und wenn ich jetzt hier powere, ist der Block gepowert, der Block nicht. Yo! Natürlich bist du jetzt hier reingefallen. Jeder andere Mob hätte super funktioniert, aber du musstest hier reinplumpsen. Natürlich bist du hier reingefallen. Natürlich. Das war klar. Wow. Wenigstens hat es so gut wie nichts erwischt. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ups, hier war es, ne? Ja. Okay. Dann hoffen wir gerade mal, dass es jetzt hier nicht direkt weitergeht. Dass hier wieder einer kommt. Sonst bin ich eins traurige Katze. So. So. Und so.
Ist er da richtig gesetzt? Der ist richtig gesetzt, okay. Müssen wir gucken, dass es nicht wieder passiert. Wir machen kurz zu in der Zeit. Flup, flup. Flup, flup. Hier muss zu. Der muss weg. Der war nicht richtig. So. Okay, dann hier einer drauf. Und da vorne eine Power Trail drauf. Gut, jetzt haben wir es wieder an dem Punkt, wo wir es gerade eben haben sollten eigentlich. Ich habe hier bestimmt nichts mehr Holziges. Muss doch nicht zurücklaufen. Wir können direkt weitermachen. Cool. Oh, das ist kein Holz. Cool. So, Cobblestone-Eloin. Ich hier kurz weglegen, das dahin tun. So, jetzt ist das hier gepowert. Wir durften hier den da theoretisch nicht erwischen. Das soll also schon mal gut sein eigentlich. Haben wir hier den letzten? Hier sind alle drin gerade? Hier sind unsere Hopper drin. Wunderbar. So, bedeutet, hier geht es jetzt auch gleich weiter. Aber wir müssen zum Glück nur bis hier alles geregelt bekommen. Bedeutet, hier auf diesen Teilen müssen die Magma-Blöcke sein jetzt gleich. Über uns ist jetzt gerade übrigens ein Zombie hier. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch irgendwo ein Creeper kommt. Okay, das hat nicht funktioniert. Wir machen ganz kurz so, dass wir uns hier rausbuddeln. Das hier wegnehmen. Hier ganz kurz eine Ladung wegnehmen, sonst haben wir ein Problem. Und jetzt hoffen wir ganz kurz auf gut Glück, dass kein weiterer Creeper kommt, sonst haben wir ein Problem. Denn wenn der jetzt Bumm macht, dann haben wir einen Bumm. Dann haben wir einen creependen Bumm. Dann haben wir einen Bumm des Creep. Dann haben wir Put. So ist auch nicht besonders deutscher, aber das ist nicht gut, wenn jetzt ein Creeper kommt. Deswegen, wenn jetzt ein Creeper kommt, bitte nicht machen. Bitte einfach kein Creeper kommen, okay? Kriegen wir das hin, dass jetzt einfach kein Creeper kommt? Schaffen wir das? Das wäre super cool. So, wir machen hier Magma-Blöcke hin. Wir machen hier Water hin. Dadurch sind die Mobs automatisch hier rübergezogen. Und darauf dürften Items nicht kaputt gehen. Genau, tun sie ja nicht. Wenn wir hier Shift drücken, übrigens wir auch nicht. Ne? Wir sind auch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Sehr, sehr gut. Dann... Wie machen wir das jetzt gerade am blödesten? Ich würde sagen... Warum hat das gezitscht? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier ganz kurz so weit nach hinten, dass wir uns runterbuddeln können. So. So weit runterbuddeln, dass wir hier landen. Genau, sehr schöne Geschichte. Okay, da müssen wir ganz kurz eine Meine-Karte holen. Jo. Dazu müssen wir hier jetzt ganz kurz nach oben, dann auf die Insel hochsteigen. Das braucht ganz kurz. Also wir sehen uns gleich wieder. So, Menschies, da sind wir wieder. Und jetzt müssen wir uns nur noch hier hochbauen. Das Minecart mit Hopper platzieren und die Hopper-Reihe so weit nach unten führen, dass es funktioniert. Die müsste hier drunter irgendwo sein. Bedeutet, wir müssen jetzt gerade ganz kurz aufpassen, dass wir hier richtig zumachen. So. müssten wir hier irgendwo. Da sind die Hoppers. Bedeutet, hier rechts müsste jetzt... Genau, da ist das Minecart. Hier fehlt auch noch die eine Schiene, die wir vorhin wieder weggenommen haben. Die setzen wir jetzt gerne hin. Dann müssen wir jetzt das Minecart platzieren. So. Wie kriegen wir dich denn jetzt angeschubst? Minecart with Hopper. Wie kriegen wir dich denn jetzt angeschubst? Verdammt. Der ideelle Weg wäre eigentlich, es so irgendwie zu erwischen. Wir können es auch so abbauen und dann einfach nochmal versuchen aufzuheben. Verdammt. Will nicht kooperieren. Gemeines Minecart. Müssen wir nochmal zusammen craften. Hier kommt ein Hopper drauf. So, wunderbar. Dann brauchen wir das alles in unserem Inventar. Bedeutet, das kommt noch dahin. Das kommt noch dahin. Das hier kommt noch dahin. Das kommt noch dahin. So. Im Idealfall machen wir einfach so, oder? Nein, du sollst bitte in die andere Richtung platziert sein. Geht das? Du bist äußerst gemein zu mich. Ist dir das aufgefallen, dass du so gemein zu mich bist? So. Minecart, Minecart, Minecart. So, draufschieben. Und jetzt fährt's hier brav im Kreis, wie sich das gehört. So. Denn feine Minecarts fahren im Kreis. Falls ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr's. So. Dieses Minecart hier hat jetzt die Aufgabe, Sachen einzusammeln. Wie zum Beispiel, wir geben ihm mal gerade 3 Sticks.
Und diese drei Sticks hat das Minecart mit Hopper jetzt drin, gibt das automatisch an die Hopper unten ab. Dadurch fliegen die Hopper nach die Sachen aus dem Hopper nach unten. Und es nimmt auch die Sachen über den Blöcken ein. Bedeutet, wenn wir jetzt uns hier hochbauen, um das ganz kurz zu demonstrieren, wir haben momentan ja keine anderen Sachen mehr Richtung Leitern, glaub, oder? Wir sind ganz mutig, wir nehmen Wassereimer, guckt mal. Ja, wir sollten den Wassereimer nur noch irgendwie platziert kriegen, sodass wir das Problem jetzt mit dem Wasser nicht haben. Leute, wir machen so, Wassereimer rüber. So, der ist jetzt eingesammelt von dem Minecart. Und wir finden das jetzt hier unten in dem Hopper wieder. In dem mittleren Hopper, der ist daneben, verdammt, hier ist der Hopper. Da ist der Water Bucket. Und da ist auch schon der erste Teil Rotten Flesh. Nice. Das bedeutet, hier fährt jetzt die ganze Zeit das Minecart, sammelt uns die Sachen von dem Mob-Falle auf, wo die Mobs ja automatisch durch den Magma-Block gekillt werden. Und was wir jetzt noch als Aufgabe haben, ist, dass wir hier mit unserem Mob-Item-Delivery-System ein Stück nach unten gehen und dem das möglichst so müsste das eigentlich gehen. Also er müsste so dann theoretisch am richtigen Ort rauskommen, theoretisch. Okay, ich sehe gerade, wir sind hier nicht ganz gerade. Wir machen hier Push am Miau, wie sich das gehört. 2, 3. Dann hier einen in diese Kiste rein und einen oben drauf. Und dadurch kommt jetzt alles Zeug hier nämlich schon an. Wunderbar. Da ist auch unser Wassereimer, den können wir wieder haben. Da sind auch 3 Sticks. So, und das ist jetzt theoretisch das neue System von der Monsterfalle. Das müsste jetzt um einiges einfacher funktionieren. Da wir die EP davon nämlich nicht mehr brauchen, reicht uns ja ein normaler Schredder. Und da der passiv laufen soll, ist das auch nicht schlecht, wenn das hier dann am Ende des Tages rauskommt. Jetzt ist die nächste Frage, wie effizient ist das Ganze für uns? Dementsprechend haben wir jetzt eine einzige Aufgabe, und zwar mal ein bisschen AFK rumzustehen. Und das werde ich jetzt ganz kurz tun. Ich werde jetzt eine vorgeschriebene Zeit, die ich mir jetzt setze, und zwar werde ich jetzt eine Viertelstunde oben stehen in unserer Monsterfalle und werde mir alles gönnen, also werde mir da eine AFK-Zeit gönnen. Und dann gehen wir wieder runter und dann schauen wir, was sich hier alles in unsere Mobfalle begeben hat in dieser Zeit. Das ist dann ungefähr auch der Durchschnittswert von dem, was wir später in unserer Burg bekommen sollten, wenn wir dort online sind. Dementsprechend dackel ich da jetzt hoch und wir sehen uns dann in 15 Minuten wieder. Ja, bis dann. Tschüss. So, Menschen, die 15 Minuten sind um. Ich war hier eine Zeit lang in der Mobfalle. Und jetzt werden wir gleich sehen, ob das Design völlig im Eimer ist. Oder ob wir wenigstens ein wenig was in 15 Minuten an Loot bekommen haben. Ich habe nicht besonders zugeguckt. Das bedeutet, es kann natürlich sein, dass wir jetzt überhaupt nichts haben. So gut wie nichts. Was ich schön fände, wäre, wenn wir wenigstens so 3-4 verschiedene Items hätten. Ich habe nämlich schwere Sorge, dass da gar nichts von rumgekommen ist. Das könnte halt auch damit zusammenhängen, dass hier unten Sachen spawnen können. Das wäre halt sehr, sehr schade. Und dass vielleicht die Inks uns ein bisschen Spawnground wegnehmen. Wir gucken jetzt rein. Okay. Ich bin erleichtert. Wir haben ein wenig was getötet in der Zeit. Das ist jetzt nicht die größte Menge innerhalb von 15 Minuten. Wir hören gerade da oben ein Skelett sterben, interessanterweise. Aber es ist sehr, sehr gut im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Ich war vorhin 2 Stunden da und es kam nichts. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Mobfalle gefixt. Da ist doch schon mal nice. So, das bedeutet, die Mobfalle kann jetzt passiv laufen, wenn die später mit unserer Burg in Synchron läuft, weil wir ja darüber sind. Oh, wir sehen gerade hier. Warte mal, wie mache ich das denn? Kann ich das durch die Laufanimation vielleicht besser sehen? Nein, ich kann da nur so durchgucken. Naja, man sieht wenigstens, dass es funktioniert, Menschen. Wir haben jetzt noch eine andere Kleinigkeit zu tun. Und zwar möchte ich ganz gerne jetzt ein wenig in Roleplay reingehen. Das bedeutet, für die Leute, die kein Roleplay mögen, das ist nicht schlimm. Dann macht er halt an der Stelle auf. Wir sehen uns dann um 14 Uhr zum Start von Catrian 7. Und für die Leute, die Catrian die Roleplay ganz, ganz, ganz doll mögen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß, denn wir machen jetzt mal ein bisschen Roleplay. Das bedeutet, das ist abgesprochen. Nicht vergessen, ich bin eine feine Katze. Das letzte Mal, als wir hier waren, genau, da ist der Eingang. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oh, da ist eine andere Freilauflasagne. Hallo. Aufpassen. Schleicht sich da etwa jemand in meine Base? Was? Nein. Hallo? Nein.
Hallo? Hallo. Hier gibt's Fische. Hab ich gehört. Zufällig verlauten lassen. Ja, du darfst ruhig mal vorbeikommen. Oh. Ich war ja schon mal da. Da kann ich ja das Pferd auch reinstellen. Jo, Pferdeparken kann man machen. Ist kein Problem. Super. Das ist ja hübsch, hast du es hier. Ich hab gehört, du hast Fische für mich? Yes. Ich hab gehört, die sind eher bei mir hier vorne im Lager drin. Ja? Und ich kann die einfach haben? Na, ich hatte genug übrig. Ja, was ist? Das sind böse Menschen. Aha. Ja. Er ist auf meine Falle hereingefallen. Nein. Hallo. Die sind böse zu mir bestimmt. Abas. Die sind ganz lieb. Aber das ist... Die gucken so grimmig. Warum haben die denn... Was haben die da in der Hand? Das glitzert ja alles. Alles glitzert? Das sind Glitzerfische. Das sind Glitzer? Das sind Fische? Das sind Glitzerfische. Kann ich dich essen? Hallo? Kannst du gerne mal probieren. Hallo? Aber leider keine Kletterfische. Aua, die hauen mich. Sehe ich schon. Das sind Fische, die ich hier habe. Was? Jetzt kommt da noch welche. Die sehen aber nicht so grimmig aus. Das sind keine Fische, das ist Plankton. Wo sind denn jetzt meine Fische? Du hast gesagt, ich krieg Fische. Ja, die sind oben im Lager bei mir. Aber wie soll ich denn da hin, wenn die mich boxen? Schwimmen. Weil... Aber was? Schwimmen? Durch den Fischschwarm durchschwimmen. Aber das sind doch... Die machen doch Schmerz, oder nicht? Ach, die Aua. Die machen wirklich Schmerz. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Darf man die Fische denn erlegen? Klar. Die sind auch essbar, habe ich gehört. Ich hab die Boxen. Okay. Und meine kleinen Experimente. Das sind Experimente? Was experimentierst du denn? Mann, oh Mann. Das sind Fischexperimente. Das ist ja nicht so gut. Das ist ja... Nein, das ist ja... Wie mache ich das denn? Ich komme von hier oben nicht richtig dran. Ja, das ist ein bisschen suboptimal. Au! Aber du hast die ja schon gut zerstreut hier, muss ich sagen. Oh, das ist... Jetzt schaffe ich den Sprung hier, ja. Oh, den habe ich geschafft. Das ist super. Problem ist, das sind Dummfische. Das sind Dummfische? Was sind denn Dummfische? Also ich habe jetzt noch keine gesehen, die mir Matheaufgaben lösen. Vielleicht komme ich zu den Fischis. Den ersten habe ich schon direkt hier oben. Oh nein. Das ist keine gute Idee gewesen. Nein, geh weg. Aua, die boxen mich. Aua, die boxen ganz doll. Die sind doll. Wenigstens gut im Boxen. Die tun... Aua, Gott, ich wollte... Das ist nicht besonders nett, wenn du so Fische anbietest und dann kommt so jemand und boxt ein. Das ist überhaupt nicht nett. Oh, verdammt, die können hier hoch. Ich habe auch einen Bogen. Hallo. Breng, Pferdchen. Werd Lasagne. Also ich bin von diesen Vollidioten ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Au. Oh Gott. Ja, der oben dreht sich im Kreis. Cool. Oh, ja. Daneben. Ich häng fest. Oh Gott. Die sind so erbärmlich doof, das ist unfassbar. Die wären bestimmt gar nicht so gefährlich, wenn die nicht auch irgendwie auf ihrer Lasagne durch die Gegend laufen. Aua. Ja, dachte, du magst Lasagne. Ja, oh Mann, das tut mir echt leid für deine Lasagnen, aber die tun mir weh. Bist du sicher, dass du die Fische so lagern musst, dass die da im Weg stehen? Ja, das ich bin noch ein bisschen am Experimentieren hier. Aber das ist echt gefährlich. Sowas ist echt gefährlich. Das ist... Mann. Eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte gedacht, die sind noch ein bisschen stärker hier. Aua, die tun schon ziemlich weh. Ich habe lang gebraucht, um im Magierturm sowas hinzukriegen, was die hier haben. Oh Gott. Nein, das ist nass. Ich will nicht nass werden. Ich will deine Felder nicht kaputt machen. Oh Gott. Nein. Oh, guck mal, er brennt. Cool. Das andere Problem ist, dass sie so doof sind und die Hälfte von allen festhängt. Das ist schon gefährlich. Oh Gott, die tun ziemlich weh. Das ist wirklich gefährlich. Ich glaube, das ist ein Kletterpferd. Ich glaube auch. Warum schätzt du die denn da nicht los? Das ist ja nicht besonders nett. Da könnte man fast sauer werden.
Das ist, aber ich krieg schon noch die Fische, oder? Ja, ja. Ja, aua, ja. Aua, aua, aua. Aua, die tun mir richtig weh. Das ist... Hört ihr jetzt auf, mir weh zu tun? Ich will nur die Fische, ich habe kein Problem mit euch. Hört auf mich zu hauen. Ich hau gleich zurück. Jetzt ist aber gut. Also ich bin ja ein bisschen enttäuscht von denen, wenn ich ehrlich bin. Das ist, mir gehen gleich die Fische aus. Das ist... Ja, du... Nein, ich hab jetzt, schon gesagt, die Fische genug. Sind im jetzt Handelzaun. Jetzt ist genug. Das ist... Böse Menschen. Sitzt. Das muss... Du kannst doch auch sagen, dass die aufhören sollen. Dann muss ich ihnen nicht wehtun. Manu. Hm. Was ist... Aua. Die tun richtig weh. Die sind so richtig doof, die Teile. Das ist... Manu. Das ist wirklich gefährlich. Die anderen werden von denen bestimmt einfach umgekloppt. Hoffentlich bietest du den anderen noch, dass so keine Bast Fische. Hier vorbeikommt. Das wäre gut, ne? Der hat damit richtig Spaß. Aber dann... Das ist... Aua! Hört doch auf! Das ist jetzt... Jetzt ist gut. Jetzt ist genug. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Nein. Jetzt gut. Jetzt du brennst. Ich brenn. Nein, doch nicht. Okay, ich dachte, ich brenn. Oh, Fischi. Hi, lecker. Locker. Böse Menschen. Sitzt, platzt, aus. Gib mir meine Fische jetzt. Ich bin so enttäuscht von denen, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich gemein, was die mit mir machen. Gibt's einen bestimmten Grund? Oh, jetzt hab ich... Also, ich hab ja kein Problem mit dir. Ich will nur die Fische haben. Hast du die mitgenommen? Krieg ich jetzt meine Fische? Einmal mitkommen, mein Freund. Okay. Das war nicht besonders nett. Bin sehr disappointed. Ich hab hier noch Sättel für dich. Guck mal. Ajo. Die Pferde waren lecker. Die Pferde waren lecker, die Soldaten irgendwie begrenzt. Ja, also ich sag dir, gegen andere Leute aus unserer Stadt hätten die bestimmt eine gute Chance. Ich glaube nicht, dass sich die anderen... Flock hat zum Beispiel keine Rüstung, die können sich da bestimmt nicht gegen verteidigen. Mein Plan war folgender. Ich bin momentan so ein bisschen am Experimentieren mit Militärstrategien und sonst etwas. Und natürlich habe ich Fisch hier, um dich anzulocken. Aber... Was heißt hier anlocken? Ich will nicht angelockt werden, ich will die haben. Meine Militärstrategie war eigentlich, dich als Versuchskaninchen zu benutzen, um auszufinden, ob es Sinn macht, Soldaten generell auszubilden oder ob man nicht selber den Drecksjob machen soll. So, wie ich festgestellt habe, Soldaten mit Fuldia sind KG. Ich habe bei denen einen folgenden Trick verwandt. Und zwar haben die in der Offhand ein weiteres Schwert gehabt. Und das boostet den Schadensoutput um 50% nochmal nach oben. Ebenso ist ein Commander dabei, der denen noch einen Stärkeffekt gibt. Das heißt, die haben 15 Attack Damage. Wie zum Geier konnten die dich nicht kleinkriegen? Naja, ich habe eine ziemlich gute Rüstung. Ja, das trotzdem. Das ist egal. Allerdings hast du mit einer anderen Sache nicht gerechnet. Du kommst zwar reingelaufen wie so ein Panzer, aber du warst ja schon mal hier, ne? Panzerkatze! Ist dir schon mal was aufgefallen? Was Weil denn? Hier waren ja nur 12 Soldaten. Das letzte Mal waren es mehr. Aber ich dachte, vielleicht sind die... Keine Ahnung, wo sind die? Hast du eine Ahnung, wo die anderen Soldaten sind? Nein, hast du die zu Basti geschickt? Wenn ja, ich komm mit. Komm mal kurz mit. Okay. Siehst du dort oben die beiden Portale? Ja. Die leuchten. Die connecten direkt zu deiner Base. Was? Warum machen Und die das? Wenn ein Team bei mir in der Base ist, rate mal, wo das andere Team gerade ist. Bei Basti. Nein. Diese connecten zur Hölle, zur Mob-Farm und zu deiner Base. Zu meiner Mob-Farm? Richtig. Aber das heißt, das andere Team ist vor Ort und wartet nur auf mein Kommando, um alles dort abzuschlachten, was da drauf auf dem Baum ist. Das geht nicht. Jo hat noch keine Rüstung und Flocke auch nicht. Die würden das nicht überleben. Das ist ja perfekt. Nein, das ist nicht perfekt. Das geht doch nicht. Ich wollte ja kommen, um Fischis zu kriegen, nicht, dass du mein Dorf ausradierst. Pass auf. Warum machst du denn sowas gemein? Die Fische sind echt. Wo sind sie denn? Nein, das ist... Nein. Einen habe ich gekriegt. Einen hast du gekriegt. Sehr das schön. Aber warum kriege ich die anderen nicht? Diese habe ich einkassiert. Das bisschen muss dir reichen. Folgendes. Du hast jetzt eine Wahl. Entweder
Ich lasse meine Soldaten der Base von dir wüten. Das ist nicht nett. Und alles zerstören, was abgeht. Aber das die sind ähnlich stark. Du hast ja gesagt, alle außer du hätten wahrscheinlich keine Chance gehabt, weil keiner eine Rüstung hat. Naja, Early hätte es vielleicht geschafft. Vielleicht wären die umgefallen, weil er so stinkt. Aber das ist... Mann, das ist... Was? Na, du kannst doch nicht einer Flocke oder einem Joso was auf den Hals hetzen. Das tut denen doch weh. Naja, pass auf. Da du ja eigentlich das größte Problem von denen bist, gilt es ja eigentlich nur, dich aus dem Verkehr zu ziehen erstmal. Ich mache dir ein Angebot. Ich hole die alle wieder zurück und dafür bleibst du bei mir. In meinem nagelneuen, frisch gebauten und absolut rattenfreien Kerker. Also, wie sieht's aus? Also, im Endeffekt habe ich ja keine Wahl, aber könnten wir an dem Umstand was ändern? Ja, ich habe schon eben gerade in weiser Voraussicht dir ein paar Fische gelassen. Du darfst dich in der Zeit, während du dort versauerst, von ihnen ernähren. Aber ich dachte, vielleicht könntest du den rattenfreien Keller doch mit Ratten fluten. Habe ich was zum Fangen? Gestaltet sich ein bisschen schwierig. Ich wollte das Ambiente etwas verschönern. Das Ambiente? Aber vielleicht finde ich ja ein bisschen Käse, den stecke ich irgendwo daneben, dann werden ein paar angelockt. Ich will dich jetzt nicht provozieren, aber was macht denn eine Ambi-Ente da unten? Wo kriegst du solche Enten her? Naja, Katzen fressen ja manchmal auch Enten, vielleicht. Ja, die sind lecker, aber du, wenn ich jetzt spur, dann und... Aua! Hey! Nein, sitz! Platz! Ich glaube... Oh, noch einer! Was soll das denn? Hallo. Ich glaube, der war etwas übereifrig. Da sind Leute mit ganz vielen Glitzerrüstungen auf mich draufgehauen. Jetzt hat Timmy, der große Schlechter, auf einmal gedacht, der greift eine Katze an. Was ist das für eine Hohlbratze? Das ist ja unglaublich. Waren Hugo und Edi. Die beiden sind die Wächter des Kerkers und die wollten dir unmissverständlich erklären, dass du mitkommen sollst. Wenn ich mitkomme, dann lässt du die anderen in Ruhe? Dann hole ich die Soldaten wieder zurück. Und Fischis habe ich auch gekriegt. Und 2, 4, 5 Tage in so einem Kerker ist ja auch nicht schlimm. Einmal mitkommen. Das ist ja... Ich hoffe mal, du hast nichts dagegen, wenn deine Zellennachbarn Dämonen und Orks sind. Nein, wie gesagt, ich habe früher viel mit Baloo gemacht. Der war auch mal eine Zeit lang ein Dämon. Kann mal sein, dass die nachts so ein bisschen durch die Gitterstäbe wabernde Geschichtchen rausschießen und da die Albträume verursachen, aber... Dazu müsste ich schlafen. Die Orks, die stinken nur. Vor den Dämonen soll sich in Acht nehmen und zum Glück sind das deine Nachbarn, die Orks sind gegenüber. So. Wir sind hier gerade am Eingang des Kerkers und hier links müssen sich die Gefangenen entkleiden. Brauche ich jetzt einen Erwachsenen? Go, go. Au. Mach ja schon. Manu. Aber die Fische kriegst du nicht. Die Fischis sind dein Hunger, was ist auch immer. Gut. Und du sagst, die erzählen mir Geschichten, damit ich Albträume hab? Die hier, das die nett. Dämonen, die schicken das durch die Stäbe durch. Das ist ja nett. Schau mal hier, ist eine richtig feine Zelle für dich. Traurige Katze. Warum? Aber ich will nicht eine traurige Katze sein. Ich bin doch glücklich, ich rette doch meine Stadt dadurch. So kann man es auch sehen. Aber, wann darf ich denn wieder gehen? Schließt. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Zu spät, mein Freund. Zu spät. Du bist jetzt mein Gefangener. Aber was mache ich? Und jetzt, wo ich dich aus dem Verkehr gezogen habe, wird der Rest deiner Stadt ebenfalls ein leichtes Spiel sein. Nein, aber du hast gesagt, du lässt ihn in Ruhe. Wer hat gesagt, dass das stimmt? Ich habe ja auch gesagt, es gibt einfach so Fische zum Holen. Aber ich habe Fische gekriegt. Ja, aber das eigentliche Ziel war ein Militärtest. Aber die haben dir doch gar nichts gemacht. Sei froh, dass Raketen noch nicht erfunden wurden und erst in 600 Jahren erfunden werden. Wir sind ja gerade im Mittelalter. Aber das ist, warum? Sonst wäre das schlimmer gewesen. Warum? Warum? Aber das ist, wie komme ich denn jetzt hier raus? Die muss doch jemand warnen. Tja, alleine sieht das schlecht aus, hinter Gittern. Da musst du dir wohl einen Verbündeten suchen, der dich draußen befreit. Aber... Hier gibt's nicht mal einen Kratzbaum. Was ist denn das für ein Hotel? Warum auch? Aber, Manu. Du kannst aus den leicht zertretenen Steinen, aus den Fugen, den Dreck in deiner Langeweile rauskratzen. Viel Spaß und
Aber du lässt doch jetzt die Leute in Ruhe, oder nicht? Das überlege ich mir nochmal. Aber in erster Linie, der größte Feind ist außer Gefecht gesetzt. Und jetzt trifft auch der Titel, den ich oben drüber stehen habe, nämlich Traurige Katze. Ich wusste, dass es so passieren wird. Denn ich bin Spark, der Mastermind. Don't mess with Spark. Und jetzt versauere hier und ess von deinen Fischen oder so. Und tschüss. Tschüss. Das ist überhaupt nicht nett. Hat einer von euch ein Raumspray?